zwar, also, ich hoffe natürlich, dass die Klassenarbeit für euch recht gut machbar war. Genau, ich habe sie leider noch nicht in Händen. Ich wollte sie eigentlich am Donnerstag abholen, weil ich dann leider letzte Woche krank war. Mir ging es auch nicht gut und ich hole sie aber morgen ab und versuche sie natürlich so schnell wie möglich durchzuschauen, die Klassenarbeit, dass ihr die schnell wieder in Händen haltet. Okay, weil, genau, weil ich halt krank war, habe ich euch leider nicht kurzfristig das Skript für heute und morgen geschickt. Mal sehen, wie weit ihr bis morgen kommt. Also, wir machen heute erstmal das Thema Bruchgleichungen. Wir bleiben bei linearen Gleichungen. Genau, gucken uns das alles an. Und dazu gibt es dann hier auf dem Blatt Übungsaufgaben. Das soll heute erstmal der Inhalt für die 2 Stunden sein. Es kann aber sein, dass das ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nimmt, dass ihr hier morgen noch übt und dann, genau, das werde ich dann aber in Umfragen wieder abfragen. Da gucken wir mal, wie weit ihr seid, ja? Genau, ich würde jetzt erstmal einfach loslegen und dann guckt ihr einfach mal, wie weit ihr kommt und ihr wisst wieder, wenn es Probleme oder irgendwas gibt, meldet euch bitte bei mir, ne? Damit ich Bescheid weiß. Okay, also, was sind denn Bruchgleichungen? Wir kennen ja jetzt schon normale lineare Gleichungen, die habt ihr schon in der Oberschule kennengelernt. Und wir schauen uns jetzt Bruchgleichungen an. Also Bruchgleichungen sind Gleichungen, in denen oder in der eine oder mehrere Brüche stehen. Also, ganz einfache Definition. Einer Bruchgleichung stehen Brüche. So, also wir kennen auch normale Gleichungen in Brüchen. Was ist jetzt das Besondere an Bruchgleichungen? Bei einer Bruchgleichung befindet sich unsere Lösungsvariable, die wir meistens als x kennen, in mindestens einem Nenner wieder. Ja? Gucken wir uns gleich mal Beispiele an, was da gemeint ist. Also Beispiele für Bruchgleichungen. Zum Beispiel. Also 4 plus x dividiert durch x minus 2 ist gleich 6. Ja, okay, und dann sehen wir, aha, wir haben hier einen Bruch. Ja, wenn jetzt nur hier 4 plus x geteilt durch minus 2 stehen würde, wäre das eine normale lineare Gleichung, die ihr kennt. Dadurch, dass jetzt hier aber das x im Nenner steht, ist es eine Bruchgleichung. Okay, ein weiteres Beispiel, also 5 geteilt durch x plus 3 plus 1 durch x minus 1 ist gleich 0. Auch hier haben wir eine Bruchgleichung und zwar besteht die aus 2 Brüchen und in beiden Brüchen ist unsere Lösungsvariable x vorzufinden, nach der wir die Gleichung natürlich dann lösen wollen. Dafür geben wir oder lernen Sie dann auch das Rezept. Eine dritte Bruchgleichung ist zum Beispiel x geteilt durch x plus 1. Plus 4 geteilt durch x minus 1 ist gleich x geteilt durch x minus 1. Auch hier sehen wir wieder sehr schön, aha, unsere Lösungsvariable, die ist zwar auch hier oben im Zähler vorzufinden, aber auch im Nenner vertreten. Ein viertes Beispiel ist x Quadrat plus 4x plus 3 dividiert durch x plus 3 und das soll entsprechen x minus 2. Auch hier sehen wir wieder, wir haben in unserer in unserem Nenner eine Lösungsvariable x. Und ein letztes Beispiel. X Quadrat geteilt durch x Quadrat minus 1 minus x minus 1 geteilt durch x plus 1 ist gleich 1 minus 2x geteilt durch 1 minus x. Also wir sehen, das ist schon recht kompliziert hier. Achtung, 1 minus x Quadrat. So, okay. Also hier haben wir sogar ein x Quadrat drin. Das ist eine besondere Aufgabe, die lösen wir dann gemeinsam. Sowas wird jetzt nicht von euch verlangt, weil wir sind ja noch bei linearen Gleichungen. Das bedeutet, wir schauen uns Gleichungen bis maximal ein x im Nenner an. Also hier, da haben wir einfach lineare Lösungsvariablen x. Ne? Genau. So, jetzt das Wichtigste, das Rezept. Und zwar, ich versuche ja eigentlich, das hatte ich das letzte Mal gesagt, immer so einen Dreischritt zu machen, weil ich bin der Meinung, 3 Schritte kann man sich merken.
Ihr werdet aber sehen, dass sich hier Schritte wiederholen von der linearen Gleichung. Wir müssen quasi nur noch einen Vorschritt machen und einen Zwischenschritt. Deswegen ist hier ein Schritt mehr. Genau, und zwar, was müssen wir zuerst machen? Also, wir müssen zuallererst eine sogenannte Definitionsmenge bestimmen. Und zwar, Definitionsmenge groß D Definitionsmenge hier fehlt ein I Definitionsmenge groß D bestimmen. Ja, oder man kann auch dazu sagen Definitionsbereich, das kennt ihr vielleicht aus dem Bereich der Funktionen, den Begriff. Also ich mache jetzt meinen Def-Bereich. Ja, Definitionsmenge oder Definitionsbereich, das ist beides das gleiche. So, und zwar, was ist das? Wir hatten jetzt ja schon bei den linearen Gleichungen immer eine Lösungsmenge angegeben. Ja, und die Lösungsmenge ist immer die Grundmenge oder beziehungsweise nicht die Lösungsmenge ist die Grundmenge, sondern wir erhalten ja immer ein Ergebnis für unser x, beispielsweise x, jetzt aus irgendeiner Aufgabe x ist gleich 5. Und dann wissen wir, aha, x ist aus den reellen Zahlen. Diese Schreibweise kennt ihr von den Funktionen. Da musstet ihr immer Definitionsbereich und Wertebereich aufschreiben. Da habt ihr immer aufgeschrieben, x Element r. Ja? Also das solltet ihr eigentlich kennen. So, jetzt ist es aber beispielsweise so, wir hatten ja schon mal gefragt, was passiert, wenn ich durch x teile. Wenn ich jetzt beispielsweise sage, ich habe eine Gleichung 1 durch x ist gleich 0. Dann muss ich mich erstmal fragen, okay, für welche Bereiche gilt denn das x? Ich weiß zuerst einmal, aha, meine Grundmenge ist x Element r. Aber ich weiß, ich darf nicht durch 0 teilen. Demzufolge muss ich sagen, x darf nicht, x ist ungleich 0. Denn wenn ich hier bei diesem Beispiel durch 0 teile, dann entsteht eine falsche Aussage. Ich zeige es euch im Taschenrechner. Also, ja, wenn ich 1 durch 0 rechne, wenn ich jetzt für das x hier eine 0 einsetzen würde, dann würde da stehen undefined, also nicht definiert. Ne? Deswegen müssen wir vorher sagen, dass diese Gleichung nicht lösbar ist, also dass dieses x nie 0 sein darf. Insgesamt ist diese Gleichung, das war jetzt ein schlechtes Beispiel, auch nicht lösbar, aber das müssen wir uns als erstes angucken. Und das ist quasi diese Definitionsmenge oder der Definitionsbereich. Also wir schauen uns zuerst an, okay, für welche x gibt es denn überhaupt eine Lösung? Das war jetzt eine schlechte Farbe, rot und pink zusammen. Das ist ein schlechter Kontrast. Ich mache es mal mit gelb. Ja, also der Definitionsbereich, der gibt quasi an, welche Werte für x treffen denn zu in dieser Gleichung und welche Werte, also für die, die Gleichung gültig ist, hier steht es eigentlich gut, also diese Definitionsmenge d enthält alle variablen Werte, für die die Gleichung gültig sind. Ne? Und bei dieser Gleichung weiß ich jetzt beispielsweise, also es kann jedes mögliche Ergebnis aus x sein, aber es darf nicht 0 sein. So, wie bestimmen wir jetzt im Allgemeinen diese Definitionsmenge, diesen Definitionsbereich? Und zwar, wir schauen uns die Nenner-Nullstellen an. Also Bestimmung der Nenner-Nullstellen. Das bedeutet, also wir setzen den Nenner 0. Ja, also Nullstellenbestimmung, das habt ihr in der Oberschule auch rauf und runter gemacht, ja, und das hing euch bestimmt manchmal zum Hals raus, aber es ist wahnsinnig wichtig, ja, das ist eine Vorgehensart, eine Gleichungslösungsart ist ein bisschen ein schwieriger Begriff, aber es ist ein Vorgehen, eine Rechenweise, die euch immer wieder bis zum Ende der 13. Klasse verfolgen wird, Nullstellen bestimmen. Nullstellen, 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 ja, das ist das und O. So, okay. Ja, also jetzt bei dem Beispiel, wir würden beispielsweise sagen, naja, wann wird das x denn 0? Also wir sagen,
wann ist x denn 0? Und wir wissen, x ist 0, wenn x 0 ist. Steht ja schon da. Und daraus schließen wir dann, aha, also für x kann jeder mögliche Wert zutreffen, aber x darf nicht 0 sein. Aber x darf nicht 0 sein. Ja? Also, x darf nicht 0 sein. Und damit haben wir quasi ausgeschlossen diese Nenner-Nullstelle. Ja? Die 0 war die Nenner-Nullstelle, das war der Nenner. 0 war die Nenner-Nullstelle und wir schließen das aus. Demzufolge ist das der zweite Punkt. Ausschließen der Nenner-Nullstelle aus der Definitionsmenge. Aus dem Definitionsbereich. Habe ich das vergessen, ausschließen. So. Ja, so das wäre dieser erste große Schritt, der jetzt neu ist und der für euch am Anfang bestimmt auch erstmal schwierig ist. Aber wir brauchen das dann auch später bei den Funktionen. Also das ist ganz, ganz wichtig, dieser erste Bereich. Also bevor wir loslegen mit Rechnen, erstmal anschauen, okay, für welche x ist denn überhaupt diese Gleichung erfüllt? Dann lösen wir die Bruchgleichung durch Beseitigung des Bruches. Ja, wir wollen immer erstmal das beseitigen, was uns stört und uns stört am meisten der Bruch. Dann erhalten wir eine Lösung für x. Ja, x ist irgendein Wert und dann überprüfen wir, ob diese Lösung in unserer Definitionsmenge enthalten ist. Und erst wenn wir das überprüft haben, notieren wir die Lösungsmenge. Die Lösungsmenge notieren. Ja, so, ich habe euch jetzt hier noch ein Bild mit reingehauen von Zahlenmengen in so einem gewissen Mengendiagramm. Wir hatten jetzt schon ein bisschen mit Zahlenmengen gearbeitet. Ich will mal euch zeigen, was ist unsere Zahlenmenge. Oder andersrum, ich gehe mal von innen nach außen vor. Also, ihr habt in der Grundschule angefangen zu zählen. 1, 2, 3, 4, 5. Das war die Menge der natürlichen Zahlen, ja? Also Zahlen, die wir mit der Hand abzählen können, sind natürliche Zahlen. Dann kam etwas später, kamen negative Zahlen hinzu. Da bin ich mir jetzt unsicher, ob ihr das in der Grundschule gemacht habt, aber ich denke schon. Ja, dann hat man gesagt, draußen sind minus 5 Grad, was bedeutet das denn? Ja, da kam die Menge der ganzen Zahlen zu. Also das sind die natürlichen Zahlen, 1, 2, 3, 4, 5. Da ist jetzt die 0 mit drin enthalten und da sind aber auch negative ganze Zahlen drin, also minus 14, minus 13. Dann, da weiß ich jetzt auch gar nicht, ob ihr das in der Oberschule behandelt habt, dann kamen die Bruchzahlen, ja? Also, wir wissen natürlich, dass es nicht nur ganze Zahlen gibt, sondern es gibt ja auch die Temperatur 14,5 oder wir wiegen, ja, 60,5 Kilogramm. Also es gibt nicht nur ganze Zahlen, ja? Und dann hat man die Bruchzahlen eingeführt. Also hier sind alle Dezimalzahlen drin, alle Gemeinbrüche. Und wir merken uns, also das ist die Menge der rationalen Zahlen, wir merken uns, wir wollen immer alles versuchen, wenn es rein um das Rechnen geht, in Brüchen auszudrücken, ja? Wenn es jetzt aber beispielsweise um Anwendungen geht, dann ist natürlich so ein Bruch manchmal schwer greifbar, dann müssen wir das umwandeln in den Dezimalbruch. Aber in der Regel sollten wir uns merken, Brüche, gemeine Brüche, sind viel, 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 viel schöner. Okay. Dann ist euch in der, jetzt bin ich mir auch sicher, in welchem Jahr ihr das in der Schule macht, die Zahl Pi begegnet. Ja? Ihr habt den Kreis, den Umfang, den Flächeninhalt berechnet, später in der 9. Klasse noch die Kugel und dessen Volumen, ja? Und habt dann die Pi als Kreiszahl kennengelernt. Ja? Ihr habt vielleicht auch schon die Wurzel aus 2 kennengelernt. Ja? Und diese Zahlen sind die sogenannten reellen Zahlen. Ja, das sind Zahlen, die können wir nicht als Brüche darstellen. Wir werden später noch die Zahl e kennenlernen. Das ist auch eine ganz, ganz wichtige Zahl. Und die sind nicht, ja, nicht endlich und nicht wiederholbar. Beispielsweise, also 2 Drittel ist ja 0,6 Periode 6. Ja, die Wurzel aus 2 können wir nie mit Hilfe von einer Periode darstellen. Wir könnten diesen Ausdruck auch nicht mit Hilfe eines endlichen Bruchs darstellen. Deswegen führt man dann solche Begriffe ein.
Was ich jetzt aber vergessen habe zu sagen, wie baut sich das Ganze auf? Also wir haben die natürlichen Zahlen und danach kommen die ganzen Zahlen. In den ganzen Zahlen ist die Menge der natürlichen Zahlen enthalten. Ja, deswegen ist dieser Kreis in der Menge der ganzen Zahlen. So, danach kommt die Erweiterung, das sind die rationalen Zahlen. Die werden hier geschrieben mit so einem Q. In den rationalen Zahlen sind die ganzen Zahlen enthalten. Und demzufolge sind darin auch wieder die natürlichen Zahlen enthalten. Okay, und jetzt kommt die Erweiterung. Die reellen Zahlen, ja, mit denen arbeiten wir jetzt. Wir sagen immer erst, alle Zahlen sind Element der reellen Zahlen. Und reell wird mit Doppel-I und Doppel-L geschrieben. Nicht realen Zahlen, sondern reellen Zahlen. Ja, und in diesen reellen Zahlen sind natürlich unsere Brüche enthalten, unsere ganzen Zahlen und unsere natürlichen Zahlen. Und jetzt gibt es noch einen Bereich, der berührt uns nicht bis zur 13. Klasse. Aber wenn ihr studiert, wird euch dieser Zahlbereich auf jeden Fall begegnen. Vielleicht habt ihr den schon mal gehört. Und zwar ist das der Bereich der komplexen Zahlen. Also ihr habt gelernt, dass wir die Wurzel aus einer negativen Zahl niemals ziehen können. Wir lernen dann aber im Studium oder vielleicht machen wir das auch mal in einer Projektarbeit, dass die Wurzel aus minus 1 definiert ist im Bereich der komplexen Zahlen c als die Zahl i. Und damit kann man natürlich auch rechnen. Wo braucht man diese komplexen? Also wenn ihr studieren solltet, braucht ihr die in der Physik auf jeden Fall. Besonders im Bereich der E-Technik, also in der Elektronik, arbeitet man viel mit komplexen Zahlen. Wir brauchen das, wenn ihr später was in Richtung Mathe studieren solltet, braucht ihr das zum Lösen von verschiedenen Algorithmen. Und auch im Bereich der Informatik. Da kann ich euch jetzt aber kein konkretes Anwendungsbeispiel nennen. Das weiß dann vielleicht der Herr Kossatz besser als ich. Genau, also der ist da in Info ganz firm. Wisst ihr ja, wenn ihr bei dem habt. Das ist ja ganz toll. Ganz toll ist in dem Bereich. Gut, okay, jetzt haben wir erstmal die Theorie durch und jetzt geht's ans Lösen solcher Bruchgleichungen. Und natürlich hoffe ich, dass ich euch da ein bisschen mitnehmen kann. Ich mache das in diesen vier Schritten. Ich schreibe die auch immer mal hin, dass man die nicht vergisst. Und genau, also ich bezeichne die. Also ich fange jetzt beispielsweise hier an. Ich mache es mal ein bisschen größer. Teilt euch mal bitte den Platz ein bisschen ein. Das geht gar nicht größer. Also ich fange jetzt an. Jetzt redet hier wieder mein Stift. Also erstens, ich bestimme zuerst die Definitionsmenge. Also Definitionsmenge, ich kürze jetzt mal ab, dm, oder ich schreibe nur d, weil ich hatte ja vorhin schon geschrieben d, bestimmen, die Definitionsmenge bestimmen. Na, komm, mein Stift, wisst ihr halt nicht mehr. So, also die Definitionsmenge bestimmen. Also wir schauen uns erstmal an, für welche Zahlen kann denn überhaupt eine Lösung existieren? Und zwar, wir schauen uns da den Nenner an und setzen den 0. Also, x minus 2 ist 0. Wir setzen das 0, weil wir wissen, wir dürfen nie durch 0 teilen. Deswegen müssen wir jetzt erstmal schauen, okay, für welche Zahl ist diese Gleichung denn nicht definiert? Okay, dann lösen wir diese Gleichung. Also, plus 2. Und dann steht da, x ist gleich 2. Und daraus wissen wir, aha, unsere Definitionsmenge, unser Definitionsbereich lautet wie folgt. Also, d ist definiert durch die Menge der reellen Zahlen. Na, durch die Menge der reellen Zahlen. Aber das x darf niemals 2 sein. Ja, wir könnten das auch aufschreiben als zweite Schreibweise, die ich ein bisschen gebräuchlicher finde, aus dem Bereich der Funktion. Also D-Doppelpunkt, also x ist Element der reellen Zahlen. Ja, ich werde vermutlich immer diese nehmen. Ich zeige euch aber beide. X-Element der reellen Zahlen und x darf niemals 2 sein. Ja, und dann müsst ihr ein bisschen darauf achten, wie jetzt die Lösungsvariable lautet. In dem Fall ist es x, deswegen habe ich hier ein x geschrieben. Also x ist aus den reellen Zahlen, aber es darf nicht 2 sein. Warum darf es nicht 2 sein? Denn wenn ich hier eine 2 einsetze, steht ja hier unten im Nenner 2 minus 2, das ist 0 und ich darf ja nicht durch 0 teilen. Deswegen die Menge. So, jetzt lösen wir diese Gleichung. Das schreibe ich mal hier drüben hin, weil das ein bisschen Platz braucht. Also zweitens, Gleichung lösen.
Gleichung lösen. Und zwar, also, meine Gleichung lösen, schreiben wir die immer erst einmal noch ab. So, und dann habe ich gesagt, wir beseitigen zuerst das, was uns am meisten stört. Und am meisten stört uns natürlich der Bruch. Und wie beseitigen wir diesen Bruch? Indem wir den Nenner auf die andere Seite ziehen. Also, ja, wir teilen ja quasi durch x minus 2. Wir wenden jetzt die Gegenoperation an. Und die Gegenoperation zur Division ist die Multiplikation. Also, wir rechnen mal x minus 2. Ja? Dadurch fällt der Bruch hier weg und es steht da, 4 plus x ist gleich 6 mal, und jetzt schön in Klammern schreiben, x minus 2. So, jetzt müssen wir hier die Klammer, die Gleichung lösen, indem wir zuerst die Klammer auflösen. Also 4 plus x ist gleich 6x. Minus 12. Jetzt sortieren wir wieder, ja, Gleichung lösen. Also ich mache es jetzt mal so. Ich rechne plus 12, weil ich mit positiven Zahlen immer besser rechnen kann. Plus 12. Dann haben wir hier 16 plus x ist gleich 6x. Na. 6x, jetzt subtrahieren wir das x auf die andere Seite. Und dann steht da, 16 ist gleich 5x. Jetzt trennen wir noch die Zahl vor der Lösungsvariable ab, indem wir durch 5 teilen. Und dann erhalten wir erstmal für x ist gleich 16 Fünftel. Ja? 16 Fünftel, und das entspricht 3,2. Ja, aber wir merken uns 16 Fünftel. 16 Fünftel ist die schönere Zahl, weil es ein gemeiner Bruch ist. So, jetzt haben wir erstmal die Gleichung gelöst. Aber wir sind jetzt noch nicht fertig. Wir müssen jetzt erstmal prüfen. Also drittens, prüfen, ob diese Lösung denn in unserem Definitionsbereich drin ist. Und dann sehen wir, aha, x ist aus Element der reellen Zahl, die 16 Fünftel ist auch eine reelle Zahl und sie ist nicht 2, demzufolge können wir sagen, das müsst ihr aber folgend nicht mit hinschreiben. Zur Übung bitte ich euch aber immer drum, schreibt das mit hin. Also x ist Element aus dem Definitionsbereich, ja, das bedeutet, ja, diese Zahl, die wir raus haben, passt hier rein, ja, wir wissen also, diese 3,2 sind hier drinnen und daraus können wir jetzt folgern und die Lösungsmenge notieren. Also unsere Lösungsmenge lautet 16 Fünftel. So, 16 Fünftel. Und da haben wir es. Ja, also wir fangen an, erst die Definitionsmenge, den Definitionsbereich, je nachdem, wie man es nennt, zu bestimmen. Das ist immer der erste Schritt, das müsst ihr euch jetzt merken bei Bruchgleichungen. Also immer, wenn ihr sowas seht, dann löst ihr erst die Gleichung und dann überprüft ihr, ob eure Lösung in dieser Definitionsmenge drin ist und notiert dann die Lösungsmenge. Gut, ein nächstes Beispiel, Beispiel 2. Auch hier beginnen wir zuerst, die Definitionsmenge zu bestimmen. Also, ich schreibe es mal ganz hin. So, erst ist die Definitionsmenge bestimmt. Und da sehen wir, aha, wir haben hier gleich zwei Brüche, in denen unser x enthalten ist. Und wir müssen für beide x rausfinden, okay, welchen Wert darf unser x nicht annehmen. Demzufolge müssen wir beide Nenner 0 setzen. Und wir fangen an mit dem ersten. Also x plus 3 ist gleich 0. Jetzt ziehen wir die 3 auf die andere Seite. Minus 3. Und jetzt schreibe ich mal hier unten ein kleines Füßchen dran. Also x1 minus 3. Ja, also wir wissen, x darf nicht minus 3 sein, denn wenn ich hier die minus 3 einsetze, ja, dann
steht hier minus 3 plus 3, das wird 0 und dann teile ich durch 0 und das ist nicht definiert mathematisch. Okay, der zweite Bruch, also x minus 1 ist gleich 0. Jetzt ziehen wir die Zahl wieder auf die andere Seite, also plus 1 und dann sehe ich, also x2 ist gleich 1. Ja, wenn ich hier eine 1 einsetze, steht da 1 minus 1 und 1 minus 1 ist 0. Das bedeutet, ich würde rechnen, wenn die Lösung 1 wäre, 1 durch 0 und das wäre auch wieder nicht definiert, dann hätte ich keine Lösung für diese Gleichung. Demzufolge lautet die Definitionsmenge der Definitionsbereich. Eigentlich nur zwei Punkte, ich lasse jetzt die dreimal stehen. X Element der reellen Zahlen. Aber x ist ungleich minus 3 und x ist ungleich 1. Ja, ihr hattet das vielleicht, wenn ihr sowas ausgeschlossen habt, das habt ihr beim Wertebereich mal gemacht, habt ihr das vielleicht ausgeschrieben als x Element R. Und dann jetzt hier so ein Backslash. Und dann habt ihr in geschweiften Klammern die minus 3 und die 1 ausgeschlossen. Das bedeutet, alle Zahlen sind aus diesem Zahlbereich, aber die minus 3 und die 1 sind nicht enthalten in diesem Zahlbereich. Ich persönlich, also mir sind beide Schreibweisen gleich, die sind beide mathematisch korrekt, darum geht's. Ich finde die hier, obwohl sie länger ist, schöner. Das ist halt aber Geschmackssache. Das ist mein eigenes Empfinden. Ja, aber ich finde, das lässt sich eindeutig also klarer lesen. Also für mich lässt sich das andere natürlich auch klar lesen. Aber ich finde es trotzdem irgendwie schöner. Und ich glaube, das ist auch schülerfreundlicher. Deswegen zeige ich immer vorwiegend oder werde jetzt immer diese Schreibweise notieren. Ja, weil ich die schon besser finde. Okay, so. Jetzt haben wir das erste abgeschlossen, die Definitionsmenge bestimmt. Jetzt wollen wir die Gleichung lösen. Ich schreibe das wieder hier drüben hin, weil es braucht wieder ein bisschen Platz. Also zweitens, Gleichung lösen. Also, zuallererst die Gleichung wieder einmal ab. So, und jetzt beseitigen wir zuerst die Brüche. Das bedeutet, wir multiplizieren mal den Nenner. Das machen wir jetzt nacheinander. Also wir rechnen zuerst mal x plus 3. Was passiert? Also, wenn ich 5 mal x plus 3 rechne, ja, dann würde das, ich schreibe es mal hier ganz vorsichtig hin, x plus 3, ich radiere es gleich wieder raus, dann würde hier x plus 3 durch x plus 3 stehen, das kürzt sich raus, ja? Deswegen so, deswegen steht dann hier nur noch 5 plus, Achtung, jetzt tue ich aber, ich tue überall mal x plus 3 rechnen. Das bedeutet, ich rechne mal 1, also 1 mal x plus 3 dividiert, und das lassen wir hier gleich im Nenner stehen, x minus 1, das ist gleich 0. So, haben wir jetzt erstmal den ersten Bruch beseitigt. Der zweite Bruch ist aber noch da. Den beseitigen wir genauso, indem wir das aus dem Nenner entfernen, indem wir mal x minus 1, also mal diesen Term, die ganze Gleichung multiplizieren. Das bedeutet, ich muss auch alles wieder mal x minus 1 multiplizieren. Hier hatte ich vergessen zu sagen, 0 mal irgendwas ist 0, deswegen bleibt hier die 0 stehen. Also 5 mal
x minus 1 plus, würde ich jetzt hier, oder wenn ich jetzt hier x minus 1 dran multipliziere, kürzt sich das raus, wie ich es hier eben gezeigt habe. Das wollten wir erreichen. Demzufolge steht hier nur mal, also 1 mal x plus 3. So, und 0 mal x minus 1 bleibt 0. Also haben wir jetzt hier erstmal fertig die Brüche beseitigt. Jetzt müssen wir die Klammern auflösen. Also 5x minus 5 plus x plus 3. Und da seht ihr, diese ganze Thermumformung, die wir hatten, kommt jetzt hier zur Anwendung. Ja? Also das Handwerkszeug, wie ich es immer genannt habe, kommt jetzt hier zur Anwendung und das müssen wir natürlich gebrauchen. Also, jetzt fassen wir zusammen. 6x und 3 minus 5 ist minus 2. 6x minus 2 ist gleich 0. Jetzt trennen wir die Zahl vor dem x von der Variablen, nachdem wir natürlich erst sortiert haben. Also 6x ist gleich 2 und jetzt trennen wir so durch 6. Also x ist gleich 1/3. So, jetzt haben wir erstmal die Gleichung gelöst. Jetzt müssen wir überprüfen, okay, ist unsere Lösung x denn in unserem Definitionsbereich enthalten? Also drittens, und wir sehen, also ja, unser x ist aus diesem Definitionsbereich. Daraus folgt Folgefall, dass wir die Lösungsmenge notieren können und diese enthält eine Lösung und diese eine Lösung ist 1/3. Und fertig. Ja, auch hier wieder zuerst Definitionsmenge bestimmen, dann die Gleichung lösen, ja, indem wir zuerst die Brüche beseitigen. Und das ist vielleicht der größte Knackpunkt am Anfang, ja. Vermute ich, außer den Erfahrungen, die ich bisher damit gemacht habe, ja, damit tut man sich oft schwer am Anfang. Und dann löst ihr die Gleichung mit so einer Form, hier könnt ihr auch problemlos, bin ich der Meinung, umgehen, das habt ihr jetzt quasi so intensivst geübt, dass das für euch kein Problem darstellen sollte, dann schauen wir nochmal, okay, stimmt das? Ist die 1/3 hier drin? Ja, 1/3 ist enthalten, dann ist es nicht minus 3 und es ist nicht minus 1 und dann notieren wir die Lösungsmenge. Gut, so, ein drittes Beispiel. Wir haben die Gleichung, die hier steht, da steht sie schon einmal und wir gehen jetzt wieder schrittweise vor. Erstens Definitionsmenge bestimmen. Ich schreibe es nochmal mit hin. Definitionsmenge bestimmen. Und zwar, wir erkennen, wir haben zwar drei Brüche, in denen in allen das x im Nenner enthalten ist, aber nur zwei verschiedene. Und diese beiden zwei verschiedenen, die ich jetzt unterstrichen habe, untersuchen wir natürlich. Also wir suchen, wann werden diese Brüche 0, indem wir sie 0 setzen. Also x plus 1 ist gleich 0. Dann bringen wir wieder die Zahl auf die andere Seite, minus 1. Und dann sehen wir, x1 ist gleich minus 1. Und einfach unterstreichen, x minus 1 ist gleich 0. Jetzt die plus 1. Und x2 ist gleich 1. Ja? Also wir sehen halt immer, die Zahl, die hier steht, ist immer die Zahl mit umgekehrten Vorzeichen, die hier dahinter steht. Ne? Also bei diesem Bruch steht eine 1 und es darf nicht minus 1 sein. Hier steht eine minus 1 und es darf nicht 1 sein. Vielleicht ist das dann für einige besser zu sehen. Ihr müsst mir nämlich später eigentlich nur die Definitionsmenge notieren, nicht zwingenderweise berechnen. Am Anfang ist dieses Berechnen aber gut, um das zu festigen, wo kommt das her. Aber später, und das werden wir dann auch weiter so fortführen, braucht ihr das nur noch erkennen. Aha, okay, x darf nicht minus 1 sein, weil hier steht dann minus 1 plus 1, das wäre 0. Und hier dieses x darf nicht 1 sein, weil dann steht hier 1 minus 1 und das ist ja auch 0 und dann würde ich auch wieder durch 0 teilen, ja? Also das kann man dann auch einfach erkennen und wir versuche euch das jetzt einzuschleifen, indem ihr das erstmal berechnet. Ja, weil solche Erkenntnisse, das einfach zu erkennen, braucht natürlich erstmal den Weg, dass wir es berechnen können, ja? Also
Und wenn wir das können, wird dann Mathematik irgendwann faul und ihr könnt dann faul sein und das einfach notieren. Das ist dann immer das Schöne. So, demzufolge können wir jetzt erstmal die Definitionsmenge notieren. Also Definitionsmenge. X ist aus den reellen Zahlen, es stand nichts anderes da. Das X-Element der reellen Zahlen. Und x darf nicht 1 sein und x darf nicht minus 1 sein. Ja, sinnvoller wäre es jetzt gewesen, ich hätte das vom kleinsten zum größten geordnet. Das heißt die minus 1 und dann die 1, wie ich sie auch benannt habe. Aber das stellt kein Problem dar. Wichtig ist nur, dass ihr beide ausschließt. Ja, okay. So, dann haben wir den ersten Schritt erfüllt. Wir haben die Definitionsmenge notiert. Jetzt lösen wir die Gleichung. Also zweitens, Gleichung lösen. So, wir schreiben die Gleichung nochmal ab. Also x durch x plus 1 plus 4 durch x minus 1 ist gleich x durch x minus 1. Und zwar, wir beseitigen die Brüche, indem wir mal die Nenner multiplizieren. Und wir fangen an mal x plus 1. So, dann fällt hier vorne die x plus 1 weg. Es steht da, Achtung, x plus 4 mal x plus 1 geteilt durch x minus 1. Ich setze schon mal gleich in Klammern. Ist gleich x mal x plus 1 geteilt durch x minus 1. Okay. So, da haben wir jetzt erstmal den ersten Nenner beseitigt. Jetzt rechnen wir mal x minus 1 auf beiden Seiten der Gleichung und dann steht da x mal x minus 1 plus 4 mal x plus 1 ist gleich x mal x plus 1. Ja, hier fällt es weg, weil es würde sich durch die Multiplikation wieder rauskürzen. Okay, jetzt lösen wir die Klammern auf und fassen zusammen. Jetzt erstmal die Klammern auflösen, also x² minus x plus 4x plus 4 ist gleich x² plus x. Und wir sehen sehr schön, wir sind ja noch bei linearen Gleichungen, auf beiden Seiten haben wir ein x². Das hebt sich auf, ne? Wenn ich rechnen würde, minus x², dann sagt man, das hebt sich auf. Nicht, das kürzt sich. Kürzen tun wir hier, wenn es geht. Hier sagt man, das hebt sich auf. Und wir fassen zusammen. Minus x plus 4x sind 3x. Plus 4 ist gleich x. Jetzt rechnen wir minus 3x. 4 ist gleich minus 2x. Geteilt durch minus 2, ja, weil die vorwiegende Operation, wie die minus 2 und das x miteinander verbunden sind, ist die Multiplikation und wir erhalten x ist gleich minus 2. So, jetzt müssen wir wieder prüfen, drittens, ist denn unser x überhaupt in der Lösungsmenge enthalten? Ja, x ist eine reelle Zahl. Ja, und das x ist nicht 1 und auch nicht minus 1. Demzufolge können wir sagen, okay, das x ist aus der Definitionsmenge, das ist der Teilen. Und demzufolge können wir jetzt auch die Lösungsmenge notieren. Und die Lösungsmenge enthält unser Ergebnis, was wir errechnet haben, die minus 2. Und fertig ist das Ergebnis. So, okay. Ein viertes Beispiel. Und zwar, auch hier schauen wir uns zuerst die Definitionsmenge an. Also erstens, Definitionsmenge bestimmt. Na, mein Stift will heute wohl nicht so ganz.
Also, wir schauen uns wieder den Nenner an und überlegen, wann wird er 0. Also, demzufolge setzen wir ihn 0. Und wir sehen, x ist gleich minus 3. Demzufolge gilt für die Definitionsmenge. Also, x entstammt aus dem Bereich der reellen Zahlen. Es steht nichts anderes da. Aber x darf nicht minus 3 sein. Ja, dann wenn ich hier die minus 3 einsetze, steht da minus 3 plus 3. Und das wird 0. Und durch 0 darf ich nicht teilen. Okay, soweit, so gut. Ja, und wir erkennen auch das, was ich von uns gesagt habe. Naja, also die Zahl mit umgekehrten Vorzeichen von der plus 3 ist die minus 3. Ja, es darf nicht minus 3 sein. Nun lösen wir diese Gleichung. Also, Gleichung lösen. Und zwar, wir schreiben sie noch einmal ab. X² plus 4x plus 3 dividiert durch x plus 3 ist gleich x minus 2. Achtung, wir werden jetzt als erstes diesen Bruch beseitigen, indem wir mal x plus 3 rechnen. Dafür muss alles mal x plus 3 multipliziert werden. Aus diesem Grund, wenn auf der einen Seite dann mehr steht, setzt das bitte in Klammern, ja, damit ihr wisst, es muss alles damit multipliziert werden. Also mal x plus 3. So, und dann steht da x Quadrat plus 4x plus 3 ist gleich x minus 2 mal x plus 3. So, jetzt lösen wir die Klammer auf. Also x² plus 4x plus 3 ist gleich x mal x ist x², minus 2 mal x ist minus 2x. Dann das mal das, das mal das. Jetzt kommt 3 mal x plus 3x. Ach, ich habe das x vergessen. 3x und die minus 2 mal die 3 ist minus 6. So, wir sehen schon schön, okay, die Quadrate, die heben sich wieder auf. Wir fassen zusammen. Auf der linken Seite der Gleichung bleibt stehen 4x plus 3 ist gleich minus 2x plus 3x ist x minus 6. Wir sortieren. Und zwar, also ich rechne minus x, da sind wir hier bei 3x plus 3 ist gleich minus 6. Und wir rechnen minus 3, dann steht da 3x ist gleich minus 9. Jetzt dividieren wir durch die 3 und es steht da, x ist gleich minus 3. So. Einfach unterstreichen. Jetzt überprüfen wir, ob unser Ergebnis denn überhaupt Lösung sein kann. Und da schauen wir in die Definitionsmenge. Also, die minus 3 ist erstmal aus der Menge der reellen Zahlen, das stimmt. Aber wir haben gesehen, dass x darf nicht minus 3 sein. Und das ist jetzt hier der Fall. Demzufolge wissen wir, aha, unser x ist nicht Element. Also Element ist immer das Zeichen, das kennt ihr aus der Funktionsschreibweise. Nicht Element, dieses Element einfach mal durchstreichen. Unsere Definitionsmenge. So, was bedeutet das jetzt für unsere Lösungsmenge? Das bedeutet für unsere Lösungsmenge, dass diese leer ist. Ja, das haben wir kennengelernt. Das ist die leere Menge. Ja, und das konnten wir auch schreiben. Ich schreibe es unten drunter. Als die leere Menge ist definiert als eine solche Durchschnittsmenge. Das kennt ihr auch noch, ne? Genau, das hatte ich auch schon gezeigt. Gut, ja, also jetzt sehen wir, okay, das x soll minus 3 sein, geht aber nicht, ja, denn wenn ich jetzt hier die minus 3 einsetze, dann komme ich auf keine Lösung. Ich zeige euch das auch mal mit dem Taschenrechner. Wartet mal, dass der dann sagt, es gibt keine Lösung bei dieser Gleichung. Achtung, Taschenrechner. Und zwar, also hier muss ich auch wieder sagen, ne? Ich versuche euch natürlich erstmal aufs hilfsmittelfreie lösen, denn ich bin immer der Meinung, erst wenn etwas per Hand beherrscht wird, darf ich den Taschenrechner hinzufügen, weil eigentlich bin ich der Auffassung, zumindest in der 11. Klasse soll der lediglich zum Überprüfen stattfinden, also da sein. Genau, außer natürlich bei Anwendungsaufgaben, aber so Rechenaufgaben, ihr müsst das wirklich, ihr müsst rechnen können.
Also da bin ich ein ganz, ganz großer Verfechter. Ja, weil ich bin auch der Meinung, über die Hand, also geht es im Kopf. Ja, weil Mathe kann man sich nicht anschauen und verstehen. Mathe muss man verinnerlichen und dieses Verinnerlichen funktioniert übers Üben und das Üben funktioniert in Mathe nur mit einem Stift und einem Papier. Ja, deswegen brauche ich auch immer Stift und Papier. Also Mathe ist wirklich Stift und Papier abhängig. Damit macht man sich die Notizen. Natürlich gibt es auch solche wahnsinnig klugen Leute, das erlebe ich auch jedes Jahr und da bin ich immer total begeistert. Also wie Schüler Gleichungen lösen in ihrem Kopf und das sehe ich, sieht man dann immer an den Gesichtern, da bin ich immer total fasziniert. Das ist jetzt so ein bisschen schade, dass ich das bei euch nicht sehen kann, weil das ist immer, also bin ich einfach ganz begeistert, wie, also manche sind wirkliche Rechenakrobaten und das finde ich ganz wahnsinnig toll, behaltet euch das bei, aber denen macht es auch Spaß, sowas zu lösen. Ja, also es gibt Menschen, denen macht Mathe wirklich Spaß und ich hoffe, unter euch sind auch welche, weil das ist wirklich ein ganz tolles Fach. Gut, ja, das war jetzt wieder meine Liebe zu Mathe, aber ich liebe halt wirklich Mathe, deswegen, das müsst ihr einfach aushalten mit mir. Gut, so, jetzt gucken wir mal, was der Taschenrechner sagt. Wir bestätigen das Ganze mit Excel. No solution, keine Lösung, das bedeutet es nicht lösbar. Ja, also das ist dann das Ergebnis, das der Taschenrechner liefert. No solution, keine Lösung. Da würdet ihr, wenn ihr das überprüft, rausfinden, okay, es stimmt, was wir gerechnet haben, ne? Das ist eine leere Menge und wir schreiben das aber so auf. Okay, und dann jetzt noch ein fünftes Beispiel, was sehr, sehr schwer ist. Und in den Übungsaufgaben, also die Aufgabe I und J sind ähnlich schwer. Also das sind die schweren Aufgaben. Hier auf dem Übungsblatt ist nochmal so eine ähnlich schwere Aufgabe. Das würde ich jetzt aber von euch, also jetzt noch nicht in der Arbeit verlangen, weil man hier auch so ein paar Tricks benötigt, aber ich zeige es euch jetzt mal. Ja, also wie gesagt, ich habe ja gerade schon gesagt, also es gibt halt auch Schüler, die Mathe lieben und ich hoffe natürlich auch, dass nächstes Schuljahr einige in den Leistungskurs gehen in Mathe, weil das ist natürlich schwer, ich sage es euch auch gleich, ja. Das ist immer erstmal eine Umstellung dieser Mathe-Leistungskurs, weil halt natürlich ein gewisses Leistungsniveau von euch gefordert wird. Ich denke aber, für alle, die auch wirklich gut im Rechnen sind, gerne rechnen und eine 1, maximal eine 2 in Mathe haben, das ist jetzt nicht abhängig von der Note, aber das ist immer die Empfehlung, die mir aussprechen. Für die kann ein Mathe-Leistungskurs in Frage kommen. Und ich bin auch der Meinung, was ganz wichtig ist, ihr müsst Spaß daran haben. Ja, also ihr müsst wirklich Spaß daran haben, denn man macht nur Sachen, bin ich zumindest der Auffassung, gerne, die einen Spaß machen. Für wen jetzt Mathe der absolute Graus ist, was ich überhaupt nicht schlimm finde, ne? Das hat jeder so sein Fach. Dem würde ich, und trotzdem aber gut ist, genau, der muss das für sich selber entscheiden, ob der Mathe-Leistungskurs was für ihn ist. Aber also ein Mathe-Leistungskurs kommt oftmals schwer zusammen, aber es ist halt auch wirklich schön. Also ich will auch da wirklich die wirklich Spaß in Mathe haben. Und ich kann jetzt, ich kann leider nicht eure Namen mit den Gesichtern verbinden, dafür sehe ich euch zu selten. Aber ich hoffe wirklich, dass. Ich habe da jemanden so ein Auge, der hat, wo ich das letzte Mal da war, sich ganz sehr gefreut über Mathe. Ich hoffe natürlich auch, dass ihr in Mathe-Leistungskurs kommt und da viel Spaß habt. Genau, also das würde ich mir sehr, sehr wünschen, weil ja, das macht wirklich Spaß. Also zumindest den Spaß macht, ne? Ich will jetzt niemanden davon überzeugen. Okay, so, also das ist jetzt eine schwere Aufgabe, weil wir haben ja auch schon was Quadratisches drin. Das ist jetzt mal so eine Ausblicksaufgabe, ja? Also ganz so kompliziert kommt es in der Übung nicht dran, aber ich sage schon mal die Aufgabe I und J, ich mache hier nochmal ein Sternchen dran. Die sind schwer. Wir gehen aber so vor, wie man das von den anderen Bruchgleichungen kennt. Jetzt habe ich ganz schön viel wieder erzählt. Ja, das ist manchmal so bei mir. Okay, also erstens die Definitionsmenge bestimmen. Die Definitionsmenge bestimmen. Und zwar, wir schauen uns die Brüche an. Also, wir schauen uns
Also es sind scheinbar drei verschiedene Nenner. Es sind aber nur zwei, das zeige ich euch gleich. Zwei verschiedene, wir schauen uns diese drei Nenner mal an. Der erste x Quadrat minus 1 ist gleich 0. Warum mute ich euch das zu? Diese Gleichung könnt ihr schon eigentlich aus dem Stegreif lösen, da ihr einen Oberschulabschluss habt. Also plus 1, x Quadrat ist gleich 1. Dann, wie kommen wir ans x? Wir ziehen die Wurzel. Und dann wissen wir, aha, x1 ist gleich 1. Und x2 ist gleich minus 1. Denn minus 1 mal minus 1 ergibt auch 1. So, das sind jetzt diese beiden Lösungen. Ja, das kommt jetzt aber in der Übung nicht dran. Das machen wir jetzt gemeinsam. Die zweite Gleichung, die wir uns anschauen, x plus 1 ist gleich 0. Wir rechnen minus 1 und x3 ist dann minus 1. Ja, das haben wir hier oben schon mal stehen. Also brauchen wir das nicht zwingend. Ich schreibe es mal in Klammern. Und wir schauen uns den dritten Bruch an. Also 1 minus x² ist gleich 0. Und wir rechnen plus x². Und dann steht da 1 ist gleich x². Und dann sehen wir haben das gleiche wie hier oben stehen. Wir ziehen wieder die Wurzel. Und wir erhalten, also das würde jetzt weiter nummeriert werden, x4 ist gleich 1 und x5 ist gleich minus 1. Auch diese beiden Lösungen haben wir schon mal hier stehen. Demzufolge interessieren uns nur diese ersten beiden Lösungen. Und wir sagen also, für den Definitionsbereich, für die Definitionsmenge gilt, x ist Element der reellen Zahlen und x ist ungleich minus 1 und x ist ungleich 1. So, das hätten wir. Jetzt kommt es ans Gleichunglösen. Also, da mache ich mal, weil ich glaube, das braucht jetzt ein bisschen Platz. Also, und zwar, also, lösen. Und zwar, das ist eine Gleichung, bei der wir ein paar Tricks anwenden müssen. Was sind das für Tricks? Also diese Tricks erkennt man dann irgendwann, wenn wir uns lange mit Mathe beschäftigt haben, also einen gewissen Blick für Mathe entwickelt haben und natürlich auch dementsprechend viele Gleichungen gelöst haben. Dann erkennen wir bestimmte Regelmäßigkeiten in gewissen Termen. Wir machen das jetzt aber gemeinsam, weil ihr natürlich noch nicht so eine große Routine habt. Ich versuche es euch aber beizubringen und euch auch zu ermutigen. Ja, erkennt die Schönheit der Mathematik. Ich schwärme mich schon wieder von Mathe, ne? Also ich weiß auch, dass Mathe ganz furchtbar deprimierend für viele sein kann, ja. Aber ich hoffe auch immer, dass wir auch ein Fünkchen von dieser Schönheit, von dieser kleinen Struktur erkennen. Alle, ja. Auch wenn ihr jetzt sagt, boah, Mathe ist echt nicht voll mein Fach. Ich kann es verstehen, also ich nehme das überhaupt niemanden übel, ja. Es kann nicht von jedem das Lieblingsfach sein, ja. Ich glaube, Mathelehrer müssen das auch sagen, weil boah, Mathe ist halt einfach echt das mega beste Fach, das bin ich der Meinung, ja. Also wirklich, Mathe ist wirklich das absolut coolste Unterrichtsfach überhaupt, finde ich. Ja, das müsstet ihr wahrscheinlich euch auch jede Stunde von mir anhören, wenn ich vor euch stehen würde. Und dann würde ich euch immer sagen, wie schön das doch ist. Okay, gut, das geht jetzt ein bisschen zu weit. So, und zwar, wir wollen jetzt hier das Ganze auflösen und dafür brauchen wir zuerst, also wir brauchen eigentlich zwei Tricks. Und zwar, ich hatte vorhin schon gesagt, hier steht das Gleiche und dafür wenden wir jetzt den ersten Trick an. Den schreibe ich jetzt mal daneben. Trick 1. Also, wir schauen uns jetzt mal diesen Teil hier an. 1 minus 2x geteilt durch 1 minus x Quadrat wollen wir jetzt umschreiben. Und zwar, also wir könnten jetzt erstmal schreiben, wir lassen da oben erstmal alles stehen, 1 minus 2x, dann drehe ich das hier unten um, ist gleich minus x Quadrat plus 1. So, dann habe ich jetzt erstmal schon mal hier die gleiche Struktur geschaffen.
wenn ich jetzt hier unten das Minus ausklammere, also 1 minus 2x geteilt durch, Minus, Klammer auf, steht hier erstmal x Quadrat und dann muss jetzt hier ein Minus stehen und dann sehe ich, aha, ich habe ja hier quasi den gleichen Bruch und jetzt kann ich dieses Minus einfach vor den Bruch schreiben, also 1 minus 2x durch x Quadrat minus 1. Und ich kann dieses Minus auch jetzt hier oben in den Zähler einbeziehen. Dann würden sich natürlich die Vorzeichen umkehren. Also aus der 1 wird eine minus 1. Eine minus 1 und aus der minus 2x wird eine plus 2x. Also geteilt durch x Quadrat minus 1. So, dann habe ich den jetzt erstmal quasi gleichnamig gemacht mit dem anderen Bruch hier vorne, ne? Also, wenn man das vergleicht, das markiere ich jetzt mal pink, jetzt steht hier x minus 1 und hier mit x minus 1. Das erleichtert uns jetzt schon mal das Arbeiten. Okay, so, weiter. Dann schreibe ich jetzt erstmal das jetzt hier um. Also, daraus folgt, ich schreibe jetzt hier mal mit t1, das ist der Trick 1. Also, x² durch x² minus 1 minus x minus 1 durch x plus 1 ist gleich. Jetzt hat es sich doppelt geschrieben. Ist gleich minus, minus 1 plus 2x geteilt durch x² minus 1. Gut, ein zweiter Trick. Und zwar, den könntet ihr jetzt schon erkennen. Ich habe euch ja ein bisschen auch genervt mit den binomischen Formeln. Jetzt steht hier das Gleiche. Und wer natürlich genau hinschaut, erkennt, ach Mensch, das ist doch die dritte binomische Formel. So, also die dritte binomische Formel. Das bedeutet, ich kann das Ganze... Also x² minus 1 schreiben als x plus 1 mal x minus 1. Ja, dritte binomische Formel. Und wenn ich die Klammer auflöse, steht gleich da. Also x² plus x minus x minus 1. Und das ergibt x² minus 1. Wie kann ich das jetzt ausnutzen? Und zwar, ich möchte jetzt erst einmal hier nicht etwas wegmultiplizieren beim Bruch, sondern ich möchte das erstmal, wie ich hier schon angefangen habe, gleichnamig machen. Das bedeutet, ich muss mir jetzt überlegen, okay, wie schaffe ich es, dass ich aus x plus 1 den Bruch x² minus 1 erhalte, damit ich alles erstmal zusammenfassen kann auf einen Bruch und dann nur noch eine Rechnung machen muss, also nur noch mal x² minus 1. Ja, also das ist der Trick Nummer 2 und das schaffe ich, indem ich quasi also diesen Bruch mal x plus x minus 1 im Zähler und im Nenner multipliziere. Denn wenn ich mal irgendwas, also beispielsweise 1 mal x minus 1 geteilt durch x minus 1 multipliziere, verändert sich dieser Wert dieser Zahl nicht, es bleibt 1, denn ich könnte das ja kürzen und das wäre 1. Ja? Also es darf jetzt nicht hier eine 1 drin stehen, aber jetzt nur so allgemein. Das bedeutet, ich multipliziere jetzt hier, und das verändert den Wert der Gleichung nicht, an diesen Bruch diesen Term dran, diesen Bruchterm dran. Also dann folgt mit Trick 2, ich nenne den jetzt mal T2, x² durch x² minus 1 minus, und jetzt schreibe ich mal das in Klammern, x minus 1 geteilt durch x plus 1. Jetzt multipliziere ich hier, ich markiere es euch mal, diesen Bruch ran, ja, also x minus 1 durch x minus 1 ist 1, das bedeutet, ich verändere nichts an dem Wert, also x minus 1 geteilt durch x minus 1. Und dann steht immer noch das Gleiche hier da, ja? Und das ist gleich minus 1 plus 2x geteilt durch x² minus 1. So, was erreiche ich jetzt damit? Ich weiß, aha, x plus 1 mal x minus 1, was hier ja steht, ist x² minus 1. Also,
Damit weiß ich dann, okay, ich schreibe jetzt erstmal x Quadrat geteilt durch x Quadrat minus 1 wird gleich zu, also das mal das ist x minus 1 ins Quadrat geteilt durch, und das weiß ich ja, ist das hier, also kann ich jetzt hier schreiben x Quadrat minus 1, und das ist gleich minus 1 plus 2x durch x Quadrat minus 1. Ja, und jetzt kann ich das entweder zusammenfassen gleich, oder, wenn wir ganz faul sind, weil ja überall das Gleiche im Nenner steht, rechne ich mal x Quadrat minus 1. Und dann kürzt sich das nämlich überall raus, und das ist das Schöne. Dann steht nämlich nur noch da, x Quadrat minus, Klammer auf, x minus 1 in Klammern ist gleich minus 1. Ich will nicht radieren, ich will schreiben. Also ist gleich minus 1 plus 2x. So. Also, dann geht es jetzt weiter. Wir lösen die Klammer auf. Also hier steht x Quadrat. Dann haben wir hier wieder wunderschön eine binomische Formel. Ich schreibe es erstmal in Klammern. Also x minus 1, zweite binomische Formel, die da lautet, ich schreibe es euch nochmal hin, also a minus b ins Quadrat ist gleich a Quadrat minus 2ab plus b Quadrat. Unser a ist jetzt das x, also schreiben wir x. Unser b ist die minus 1. Also kommt hier am Ende eine plus 1 hin, ja? Und das mal 2 wird minus 2x. Und dann haben wir die zweite binomische Formel angewandt. Also das solltet ihr jetzt hoffentlich erkennen, ja? Und ich weiß noch, in der letzten Arbeit, das fand ich ganz toll, die Hanna hatte sich die binomischen Formeln alle nochmal hingeschrieben. Macht das bitte immer, ja? Denn alles, was ihr aufschreibt, ich habe es vorhin schon mal gesagt, geht durch euren Kopf. Also minus 1 plus 2x. So, jetzt können wir, oh, jetzt ist hier wieder, jetzt können wir wieder die Klammern auflösen. Ach, ich habe jetzt mal Quadrat vergessen. Also, dann steht da x Quadrat minus x Quadrat plus 2x minus 1 ist gleich minus 1 plus 2x. Wir sehen wieder, x Quadrat hebt sich auf, sehr gut. So, und jetzt bringen wir erstmal, also rechnen wir erstmal plus 1. Und dann steht da, 2x ist gleich 2x. Und egal, was wir jetzt rechnen, auch wenn ich jetzt noch minus 2x rechne, das sehen wir vielleicht auch hier schon, minus 2x. Und da steht da, 0 ist gleich 0. Das ist eine wahre Aussage, das kennt ihr schon, ne? Eine wahre Aussage. Was bedeutet das jetzt für uns? Egal, welche Zahl ich für x einsetze, außer natürlich die minus 1 und die 1, es kommt immer, also es ist immer eine wahre Lösung, also eine identische Lösung. Das bedeutet jetzt, wenn wir das aufschreiben, also wir wissen, dieses x ist aus den reellen Zahlen, also das x ist demzufolge auch aus dem Definitionsmenge, es darf aber nicht minus 1 und 1 sein. Das bedeutet jetzt wiederum für unsere Lösungsmenge, also die Lösungsmenge entspricht unserer Definitionsmenge. Und diese Definitionsmenge ist definiert, also wir schreiben jetzt auf, die Lösungsmenge ist definiert durch, und das macht man jetzt in geschweiften Klammern, x Element R und x ist ungleich minus 1 und ungleich 1. Ja? Also, weil wir eine wahre Aussage haben, wissen wir, egal welche Zahl ich für x einsetze, außer natürlich die minus 1 und 1, kommt immer eine wahre Aussage raus. Ja, es ist für alle x lösbar. Genau, und demzufolge sagen wir, die Lösungsmenge entspricht der Definitionsmenge. Das nochmal aufgeschrieben, da schreiben jetzt die Definitionsmenge in geschweiften Klammern. Ich zeige euch das nochmal mit dem Taschenrechner. Also, im Taschenrechner
Wie sieht das aus im Taschenrechner, wenn ich diese Gleichung eingebe? Na, hier ist er. Also im Main-Menü, ich tue es mal wieder alles löschen. Okay, Keyboard, Registerkarte Mathe 1, Solve. Jetzt schreibe ich erstmal die Gleichung ab. Also x hoch 2 geteilt durch x hoch 2 minus 1. Jetzt minus, nächster Bruch. Und zwar x minus 1 geteilt durch x plus 1 ist gleich, nächster Bruch. 1 minus 2x geteilt durch 1 minus x hoch 2. Das wollen wir jetzt lösen. Und dann kommt raus, das, was wir hier auch dastehen haben, also plus die 2 weg, x ist gleich x. Damit wisst ihr, okay, das ist eine wahre Aussage, eine identische Lösung kann man dazu auch sagen, das kann man auch hinschreiben. Und die Lösungsmenge entspricht unserer Definitionsmenge, also eine identische Lösung. Okay, so, das wäre jetzt erstmal, genau, das wäre jetzt erstmal die Vorgehensweise, das Rezept zum Lösen von solchen Gleichungen. Also nochmal zusammengefasst. Erstens, wir bestimmen zuallererst die Definitionsmenge, indem wir uns anschauen, okay, welche Werte darf unser x nicht annehmen, mit dem Wissen, wir dürfen nicht durch 0 teilen. Wenn wir diese Definitionsmenge notiert haben, lösen wir die Gleichung, indem wir das, was uns nicht gefällt, und das ist der Bruch, als erstes beseitigen. So eine Aufgabe mit solchen Tricks kommt nicht dran, braucht ihr keine Angst haben. Ja? Und dann kommen wir auf eine Form der Gleichung, die ihr kennt, die ihr lösen könnt. Dann lösen wir diese Gleichung, in dem Fall kam eine wahre Aussage raus, vergleichen das Ergebnis mit unserer Definitionsmenge und notieren als vierten und letzten Schritt die Lösungsmenge. Ja? Ich habe jetzt hier für euch einige Übungsaufgaben. Wie gesagt, also diese beiden sind sehr schwer, ja. Und achtet bitte immer Klammern setzen, ja. Also wenn ihr irgendwo was multipliziert, immer schön mit Klammern arbeiten und alles miteinander multiplizieren, dass da keine Fehler entstehen. Ich stelle euch dann wieder die Lösungen zur Verfügung und mal sehen, was ihr heute alles schafft. Ich wünsche euch erstmal beste Erfolge und bitte meldet euch bei mir, falls es Probleme geben sollte. Gut, dann erstmal viel Erfolg.